Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Dienstag, dem 21. Juli 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario mit den News des Tages aus Thailand. Ja, am 31. Juli soll die Visa-Amnestie in Thailand enden. Das würde dann bedeuten, dass einige Ausländer das Land verlassen müssen, die noch als Touristen eingereist sind und seit dem 26. März sich hier in Thailand aufhalten können. Heute wird im thailändischen Kabinett entschieden oder beziehungsweise mal angeschaut, wie es da weitergehen soll. Es gibt hier bereits einen Vorschlag der zuständigen Behörde, wo eben auch die Immigration dazugehört, und dieser sieht vor, dass diejenigen, die nach Hause fliegen können, das Land verlassen müssen und diejenigen, die noch keine Flugverbindungen haben oder die Heimreise im Allgemeinen halt noch nicht möglich ist, die haben dann eine Möglichkeit, in Thailand eine Verlängerung zu beantragen, eine Extension of Stay oder Visa Extension, wie man sie dann auch immer nennen möchte. Und die wird dann auch wahrscheinlich wieder 1900 Baht kosten, wie üblich, und den Aufenthalt um weitere 30 Tage verlängern. Das sind so die oder der Vorschlag, der eingereicht wurde. Es gibt noch nichts Definitives, obwohl man an diversen Orten liest, ja, sei bereits entschieden etc. Es gibt eine automatische Verlängerung, schreiben einige, andere wiederum sagen, die Leute müssen am 31. Juli das Land verlassen. Bis dato ist noch nichts definitiv. Wie gesagt, es wird heute im Kabinett darüber gesprochen und hoffentlich fällt auch bald ein Entscheid. Ja, wir sind heute übrigens bei 3.255 positiv Getesteten seit Ausbruch des Coronavirus in Thailand. Wir haben, oder das sind 5 mehr in den letzten 24 Stunden, damit ich auch die Zahlen wieder einmal genannt habe. Und diese 5 befinden sich in Quarantäne, also es sind alles Leute, die aus dem Ausland nach Thailand mit Repatriierungsflüge eingeflogen wurden. Da handelt es sich um eine Person aus Japan, 3 aus Ägypten und eine aus dem Sudan. Lokale Erkrankungen bzw. Infektionen gab es schon seit längerem nicht mehr. Bald sind es 2 Monate in ein paar Tagen, wo es hier in Thailand keine lokalen Infektionen gab oder lokale Ansteckungen, die erwiesen wurden oder erwiesen sind. Auch das ganze Theater hier mit dem Ägypter, der die Quarantäne verlassen hat, also die freiwillige Quarantäne oder freiwillige Quarantäne ist es eigentlich nicht, das ist eine Selbstquarantäne, die er hätte durchführen sollen in seiner Unterkunft. Und da gibt es bis dato keine Meldungen, dass irgendwelche Leute positiv getestet wurden oder am Coronavirus erkrankt sind im Zusammenhang mit diesem Fall. Ja, es wurden übrigens in diesen beiden Fällen auch zahlreiche Menschen getestet, und zwar 6.780 Personen wurden in Rayong getestet, die im Umfeld des Ägypters waren, alle negativ getestet, und in Bangkok wurden 7.144 Menschen getestet, auch hier alle negativ. Also es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich das Coronavirus in Thailand fast nicht mehr oder nicht mehr existent ist, und das belegen ja auch die Zahlen, dass wir jetzt schon fast 2 Monate keine Neuinfektionen haben. Ja, Reisen nach Thailand sind nach wie vor für Touristen nicht möglich, und die TAT, die Tourismusbehörde in Thailand, hat bereits damit begonnen, kräftig Werbung für Thailand zu machen. Einerseits mit dem Slogan Amazing Trusted Thailand und World Class Thailand, also Weltklasse Thailand. Die einen von euch werden jetzt schmunzeln, aber man versucht hier bereits schon möglichst viel Werbung zu machen, um dann auch wieder die Masse nach Thailand zu locken. Die Frage ist nur, wer ist da angesprochen? Sind es die Leute, die zahlungskräftig sind, oder ist es die Masse? Einige Experten haben bereits gesagt, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis man die 40 Millionen Besuchergrenze wieder erreicht, wie das im 2019 knapp der Fall war. Aber andere wiederum, die denken auch, dass man nur noch zahlungskräftige Touristen möchte. Und einige sagen, Thailand wird sicher zur nächsten Hochsaison, also so Dezember, Januar,
wieder öffnen, weil das Geld dringend benötigt wird. Und dafür sprechen auch die Werbetrommeln, die jetzt zurzeit gerührt werden. Aber wir lassen uns überraschen, mal sehen, in welche Richtung das es geht. Dann gibt es noch Gerüchte für die Elite-Visa-Besitzer, dass die möglicherweise bald auch nach Thailand einreisen können, in der sogenannten Phase 6, die wahrscheinlich auch bald in Kraft treten wird. Genauere Infos dazu gibt es noch nicht, das ist auch noch nicht definitiv, aber oder man hört bereits schon von diversen Seiten, dass die nächsten, die nach Thailand reisen könnten, Leute sind, die im Besitz eines Elite-Visums sind. Am vergangenen Wochenende kam es zu Demonstrationen in Bangkok. Das waren Studentenproteste. Die Studenten haben für mehr Demokratie und gegen die aktuelle Regierung demonstriert. Ich habe darüber auch im Livestream vom Sonntag berichtet. Und jetzt ist das Ganze auch Richtung Norden ausgeweitet, also auch in Chiang Mai gibt es jetzt Proteste, wo die Studenten auf die Straße gehen. Man spricht oder man hat in Bangkok von ca. 1000 Teilnehmern gesprochen. Also es ist eine kleine Bewegung, es ist nicht die Masse. Man versucht jetzt auch, oder die Polizei hat den Auftrag, die Verantwortlichen zu ermitteln und diese dann auch zur Rechenschaft zu ziehen, da es eine unbewilligte Demonstration war, und auch hier mal schauen, in welche Richtung es geht. Ich denke aber nicht, dass hier groß was ändern wird, denn wie gesagt, es sind zurzeit nur die Studenten, die protestieren. Es ist keine breite Masse, also nicht ein Großteil aus der Bevölkerung zum Beispiel, die sich auch angeschlossen haben. Dem ist nicht so, sondern es handelt sich zurzeit wirklich nur um Studenten. Ja, und wenn wir gleich bei der Politik sind, dann gibt es auch noch einen Rücktritt. Und zwar, der Arbeitsminister hat angekündigt, dass er zurücktreten wird. Ist nicht der erste Rücktritt in der neuen Regierung. Es gibt bereits einige. Mal schauen, ob noch weitere folgen werden und wie es hier politisch weitergeht. Auch die thailändische Zentralbank wird mit einem neuen Chef besetzt und der wird zurzeit noch gesucht. Hier gibt es jetzt bereits Interviews, die anlaufen, um eben hier eine qualifizierte Person zu finden. Ich denke, viele Expats oder Leute, die sich mit Thailand beschäftigen, die interessiert das sehr, denn dieser Mensch ist dann auch verantwortlich oder dafür zuständig, dass der Thai-Baht möglichst tief bleibt oder ja, möglichst schwach wird, damit wir günstig in Thailand Urlaub machen können oder auch hier günstig leben können. Auch hier mal schauen, wer es wird und in welche Richtung es geht. Dann gibt es noch zwei interessante Projekte, die in Zukunft wahrscheinlich viele Touristen anlocken werden. Und das ist einerseits der größte Buddha, der zurzeit gebaut wird in Bangkok. Da kann man einfach mal googeln. Dann findet man dort ein paar Videos und Fotos. Genial, sehr, sehr schön. Sicher einen Besuch wert, wenn er dann fertig ist. Und das zweite ist der größte Fischmarkt Thailands, der noch im Bau ist und im Dezember fertiggestellt werden soll. Der befindet sich in Chonburi, und zwar im Ang Sila Unterbezirk und ja, dort am Meer bzw. an einem Steg Richtung Meer raus wird der größte Fischmarkt oder zentrale Fischmarkt Thailands entstehen. Und ja, sicher zwei Örtlichkeiten, die man mal besuchen sollte, wenn sie dann fertig sind. Dann noch eine Meldung der Schweizer Botschaft in Bangkok. Wer in die Schweiz reisen möchte, kann wieder ein Schengen-Visum beantragen. Und zwar seit dem 20. Juli, jeweils montags, mittwochs und freitags bei VFS Global. Da braucht man aber einen Termin. Aber wie gesagt, Einreisen oder Reisen in die Schweiz, Visas, Schengen-Visas werden ausgestellt für thailändische Staatsangehörige, die gerne in die Schweiz reisen möchten. Ja, dann noch was zu den Reisen oder Einreisen nach Deutschland. Und hier habe ich keine neuen News. Gemäß dem letzten Video oder der letzten Meldung der deutschen Botschaft ist es so, dass keine Schengen-Visas nach Deutschland ausgestellt werden, da die Rückreise nach Thailand nach wie vor nicht gewährleistet ist. Ob es da eine Änderung gibt, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls noch nichts gehört. Wenn du da was weißt oder du ein Visum ausgestellt bekommen hast,
damit deine thailändische Partnerin oder dein thailändischer Partner jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nach Deutschland reisen kann, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Und österreichische Staatsangehörige, da haben wir auch noch keine Informationen. Da wäre auch noch interessant, wenn man da etwas weiß, dass man das auch unten in die Kommentare schreibt. Ob am Ende des Monats die Einreisebestimmungen für Thailand geändert werden, ob das Einreiseverbot bestehen bleibt, das werden wir sehen. Leider nach wie vor schlechte Nachrichten für Leute mit einem Ü50-Visum und Aufenthaltsgenehmigungen, die können zurzeit noch nicht nach Thailand einreisen. Die Botschaften und Konsulate stellen noch keine Einreisegenehmigung für diese Kategorie, also Visa-Kategorie oder Aufenthaltsgenehmigung aus. Ja, Leute, das war's von heute. Bleibt gesund und bis bald im nächsten Video, wenn du magst. Tschüss aus Thailand.